Was habt ihr an Ostern gesucht? Bitte. Ostereier, toll. Und was haben die Erwachsenen gesucht an Ostern? Auch Ostereier. Habt ihr welche gefunden? Nein. Was suchen Menschen an Ostern? Menschen suchen Oster, ja? Ostereier und Osterhasen und alles Mögliche. Nicht? Und Erwachsene suchen manchmal Urlaub, suchen ein bisschen freie Tage, suchen Verwandte, besuchen Verwandte. Manche suchen in der Natur ein bisschen Erholung. Das alles suchen Menschen an Ostern. Ich will mehr. Du auch? Ich will mehr, nicht nur an Ostern, sondern überhaupt in meinem Leben. Viele Menschen in unserem Land wissen überhaupt nichts mehr mit Ostern anzufangen. Man ist am Überlegen, so hörte ich vor kurzem im Radio eine Diskussion, kurz vor Karfreitag. Karfreitag muss man abschaffen. Kein Mensch mehr weiß, wozu Karfreitag da ist. Mich hat das zutiefst erschüttert. Wir leben in einem Land, wo man eigentlich sagen müsste, wir sind doch eigentlich ursprünglich ein christliches Land, das Land der Reformation, wo Menschen zum Glauben gefunden haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Und jetzt weiß man noch nicht mal mehr, was an Karfreitag passiert ist. Weißt du, was da passiert ist? Jesus, ja, Jesus gab sein Leben für dich und für mich. Schau, ich möchte euch etwas mitgeben als Symbol. Ich weiß nicht, wie viele von euch gerne was nageln. Ich habe meinen Enkelsöhnen alles Nageln beigebracht. Ein Nagel. Und wenn ich an einen Nagel denke, dann denke ich an die Nägel, die man durch die Hände Jesu geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob du dir mal mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hast. Es tut furchtbar weh. Aber jetzt überleg einmal, die Nägel werden da durchgeschlagen und dann kommen sie ins Holz. Und da hängt der ganze Körper in den Nägeln. Furchtbar. Furchtbar schmerzhaft. Und jedes Mal oder sehr oft denke ich daran, wenn ich einen Nagel in die Hand nehme, und das möchte ich den Männern und Frauen und den Kindern sagen, wenn du einen Nagel in die Hand nimmst, denk dran. Einer wurde für dich und für mich ans Kreuz genagelt. Er hat die furchtbaren Qualen für dich übernommen. Du sollst nicht gequält werden, du sollst nicht in die Gottesferne, sondern er hat gesagt, die Strafe übernehme ich für dich, damit du Frieden hast. Er ließ sich ans Kreuz nageln, aus Liebe, weil er sagt, weil ich dich liebe und weil ich nicht will, dass du für alle Zeit verloren wirst. Darum gehe ich diesen Weg. Jedes Mal, wenn du einen Nagel siehst, denk an die Nägel Jesu, die durchgeschlagen wurden durch seine Hände, durch seine Füße. Und er starb aus Liebe für dich. Und die Menschen wissen es nicht. Es gab in Bayern ein kleines Dorf. Und die Menschen gingen immer an einem Haus vorbei und verneigten sich. Und immer wieder verneigten sie sich und gingen weiter. Keiner wusste mehr, warum. Eines Tages hat man das Haus renoviert und man schlug also den Putz runter. Und dahinter hat man ein tolles Bild gesehen von Jesus, wie er gekreuzigt war und daneben war das leere Grab. Da entdeckten auf einmal die Menschen, die nur immer den Kopf geneigt hatten und wussten gar nicht, was los war. Sie hatten eine Tradition übernommen und wussten nicht, warum. So wie viele in unserem Land. Wir haben die Tradition von Ostern übernommen und wissen nicht, warum. Und ich habe mich manchmal gefragt, woran liegt das? Und ich habe selber mich gefragt, Arno, woran liegt das, dass die Menschen in dieser Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Ort nichts mehr von Jesus wissen, nichts mehr von Ostern wissen? Wisst ihr, an wem es liegt? An uns. Hast du den Menschen an Ostern, letzte Woche frohe Ostern gewünscht? Ja, wunderbar. Aber den zweiten Satz hast du nicht gesagt. Frohe Ostern, weil Jesus auferstanden ist, oder doch? Das ist die Botschaft, die wir weiterzugeben haben in dieser Welt. Frohe Ostern, weil Jesus auferstanden ist. Wir üben es mal miteinander. Frohe Ostern, weil Jesus auferstanden ist. Und Ostern war nicht nur letzte Woche. Ich höre, erst im Mai wird in Russland Ostern gefeiert, nicht wahr? Das heißt also, von jetzt an geht es weiter mit Osterfeiern.
Aber lasst uns doch neu wieder drüber nachdenken, warum wir überhaupt Ostern feiern. Viele kennen den Sinn leider nicht mehr. Ostern war immer ein Fest des Suchens. Und so möchte ich uns eine Begebenheit lesen aus der Bibel, die mich immer wieder neu fasziniert. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, von Vers 1. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag in der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich, die Frauen, an jene Worte. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf, lief zum Grab, er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder weg. Ostergeschichte. Was suchten die Frauen an Ostern? Sie suchten eine Leiche, einen Toten. Ich weiß nicht, ob du mal einen toten Menschen gesehen hast. Die erste Begegnung war für mich schon sehr erschreckend. Auf einmal bewegt sich da nichts mehr. Und die Frauen suchten einen Toten. Und unterwegs haben sie überlegt und haben gesagt, wie machen wir das nur? Ein riesiger Stein. Wir sind wohl starke Frauen und Frauen sind ja unheimlich stark. Aber wie kriegen wir den riesigen Stein weggewälzt? Und sie machten sich Sorgen und wir lesen das bei Markus auch, dass die Frauen eben sagten, wer wälzt uns den Stein weg? Und auf diesem Weg der großen Sorge sind sie unterwegs und gehen auf das Grab zu. Und wir haben eben gelesen, sie sahen auf einmal, der Stein war weg. Ihr Lieben, das ist Ostern. Die riesigen Steine auch in deinem und meinem Leben, die uns so viel Sorgen bereiten. Ich kenne deine Steine nicht, die vor deinem Glauben liegen. Ich kenne deine Angst nicht, aber Gott kennt sie. Ich kenne deine Zweifel nicht, Gott weiß darum. Und all diese vielen Steine deines Lebens, um die du dir Sorgen machst, vielleicht um deine Kinder, vielleicht um deine Eltern, um deinen Papa, um deine Mama. Und du fragst dich, wie wird das alles sein? Wie werden wir die Zukunft meistern können? Ähnlich ging es mir und uns als Familie über viele Monate. Riesige Steine von Krankheit und Leid und Not. Und dann stehst du davor und du sagst, wie wird das werden? Und dann müssen wir eines lernen, was die Frauen auch lernen mussten. Sie gingen darauf zu. Sie blieben nicht bei der Sorge stehen. Und das ist ja oft unser Problem. Wir sagen, wie wird das denn alles werden? Anstatt darauf zuzugehen, Schritte zu wagen, das machten die Frauen. Und sie kamen an das Grab und sie sahen das große Wunder. Der Stein war weggewälzt und das Grab war leer. Sie suchten einen Toten, den sie einbalsamieren wollten. Sie wollten ihm Liebe erweisen. Sie wollten einem toten Menschen Liebe erweisen. Aber Jesus ist nicht tot. Und das ist ja das Großartige. Und so fragten die Engel, die Boten Gottes aus der himmlischen Welt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht im Grab. Er ist kein toter Religionsstifter. Ich will uns kurz die toten Religionsstifter nennen. Buddha starb im Jahre 480 vor Christus im Alter von 80 Jahren. Konfuzius starb 490 vor Christus im Alter von 73 Jahren. Er wurde von seinen Anhängern prunkvoll beerdigt.
Mohammed starb 632 nach Christus im Alter von 63 Jahren mit seinem Kopf im Schoß seiner Lieblingsfrau. Die Grabstätten dieser verstorbenen Religionsstifter kann man alle besuchen. Und überall liegen dort die Gebeine dieser Menschen. Das Grab von Jesus ist leer. Er ist auferstanden. Wir haben keinen Religionsgründer. Wir haben einen lebendigen Herrn. Und er will in dir leben und in mir leben. Das ist das große Geheimnis. Das Geheimnis, von dem Paulus schreibt im Philipperbrief, dass ich erkenne Jesus und die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft seiner Auferstehung ganz neu zu entdecken, darum soll es eben auch gehen. Ich denke an Herbert. Herbert war ein Mann, der hatte sich vorgenommen, ich will unheimlich reich werden. Und ihm war alles recht. Er hat betrogen und er hat viel Geld verdient. Und er hatte etwas getan, schon als junger Mann mit Anfang 20. Er hatte mit dem eigenen Blut dem Teufel verschrieben, hat gesagt, du bekommst meine Seele, wenn du mich reich machst. Und Herbert saß an einem Gottesdienst und er lief hin und her. Und ich dachte, was rennt dieser Mann hin und her? Und ich kam dann ins Gespräch mit Herbert. Und Herbert erzählte mir dann, ich bin sehr reich geworden, aber ich habe keinen Frieden. Ich bin nur noch unruhig, ich renne hin und her. Mein Herz ist so voller Unruhe. Und in einem langen Gespräch bekannte er, dass er einen Pakt mit Satan geschlossen hatte, dass er sich mit dem eigenen Blut dem Teufel verschrieben hatte. Und Jesus ist Sieger über die Mächte der Finsternis. Er hat den Herbert freigemacht. Wir haben den Zettel dann zerrissen, verbrannt und weg. Jesus, der auferstandene Herr, hat die Mächte Satans besiegt. Ich weiß nicht, wie abergläubig du erzogen wurdest. Ich weiß nicht, du kommst aus Russland. Meine Vorfahren kommen aus Ostpreußen. Sie waren alle sehr, sehr abergläubig, hatten sehr viel mit Zaubereisünde zu tun. Aber der Sieg Jesu ist der Sieg über die Mächte der Finsternis. Der Sieg Jesu ist der Sieg auch über deine und meine Sünde und Schuld. Herbert hat Befreiung erleben können durch Gottes Gnade. Er fand Frieden mit Gott, er erlebte Jesus. Die Boten Gottes hatten den Frauen gesagt, erinnert euch doch, was Jesus gesagt hat. Ihr Lieben, manchmal, und das geht ja oft von den Kanzeln, hier werden wir erinnert, erinner dich doch, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Gibt es irgendwie eine Verheißung, ein Wort Gottes, das dich in den letzten Tagen getröstet hat, aufgebaut hat, an das du dich erinnerst? Es tut so gut, wenn der Heilige Geist uns an Wort Gottes erinnert. Interessant, die Boten Gottes mussten den Frauen sagen, Leute, ihr zwei, erinnert euch daran. Hat Jesus doch gesagt, er wird ans Kreuz geschlagen. Er wird aber am dritten Tag wieder auferstanden. Das hatten sie vergessen. Und manchmal geht uns das ja auch so, dass wir Gottes Wort hören, aber wir tun es nicht. Wir setzen es nicht um, wir vertrauen nicht wirklich darauf. Habt ihr vergessen, dass er selber gesagt hat, er wird auferstehen? Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Für dich ging er ans Kreuz. Auf einem Friedhof, ich las davon, in Hannover gab es eine Begebenheit, die schon sehr markant war. Eine sehr, sehr reiche Frau, ganz bewusste Atheistin, hat gesagt, ich will nicht, dass jemals mein Körper auferstehen kann. Und sie hatte in ihrem Testament verordnen lassen, dass ihre Grabstätte von großen Granitplatten eingezäunt werden sollten, mit großen Eisenbahnräten drumherum festgehalten. Also, und dann stand auf dem Grab, diese Grabstätte darf niemals geöffnet werden, um damit deutlich zu machen, ich glaube nicht an die Auferstehung. Der Vater im Himmel hat Humor, Jesus auch. Was passierte? Im Lauf der Zeit gab es ein ganz kleines Samenkörnchen, das fiel zwischen die Granitplatten und dieses Samenkörnchen wuchs. Wuchs und die Wurzeln wurden immer größer und immer stärker. Und auf einmal krachte das Grab auseinander. Denn der Baum war so stark geworden,
und das Wort, was dort drauf stand, hatte keine Bedeutung mehr. Gott hat Humor, indem er einfach sagt, Leute, denkt doch dran, die Kraft der Auferstehung ist größer als die Grabplatten deiner Schuld und Sünde. Auch wenn du sagst, es liegt so viel auf meiner Seele, auf meinem Herzen, ich weiß nicht weiter. Die Macht Jesu ist größer, die Kraft der Auferstehung ist ganz gewaltig. Gott hat Jesus auferweckt und das finde ich so großartig. Er ist auferstanden, er lebt in mir. Ich weiß nicht, ob er in dir lebt, ihr Kinder. Fragt doch mal Mama und Papa, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist. Ja, wäre eine schöne Aufgabe heute Mittag. Mama, Papa, erzähl mal, wann und wie ist Jesus in dein Leben gekommen? Oma, Opa, erzähl mal, wann war das denn? Wie hast du Jesus denn angenommen? Das ist die große Herausforderung. Und wir sollten einander erzählen, ihr Omas und Opas, ich bin selber Urgroßvater, die Geschichte Gottes zu erzählen, das, was Jesus in unserem Leben getan hat, nicht darüber zu schweigen. Er, der auferstandene Herr, hat eine gewaltige Macht und Kraft und ihn mehr zu erkennen, ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Vielleicht hast du eine ganz besondere Sehnsucht heute Morgen in dir, eine Sehnsucht nach Vergebung. Dort am Kreuz hat Jesus gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat er auch den Vater gebeten, dir zu vergeben. Wem darfst du heute vergeben? Die Hand zu reichen und zu sagen, es tut mir leid. Und die Hand des anderen anzunehmen, der um Vergebung bittet. Ich denke an Carla. Letzte Woche kam sie. Und sie hatte mich 4 Wochen lang gesucht. Und ich war immer unterwegs. Und Carla kam und sagte, ich habe eine ganz große Not. Liegt 20 Jahre zurück. Aber ich werde darüber nicht ruhig. Es ist wie ein riesiger Stein auf meiner Seele. Und dann bekannte sie ihre Schuld. Unter Tränen erlebt sie die Gnade von Jesus, die Vergebung durch seine große Güte. Er, Jesus, hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Wir meinen manchmal, wir müssten noch was dazu tun. Habe ich auch alles richtig gemacht vor Gott? Nein, du hast es nicht. Hast du alle seine Aufgaben erfüllt? Nein. Du bist schuldig geworden. Und jetzt kannst du dich ständig anklagen, warum bin ich so, wie ich bin? Oder aber du sagst, Herr, ich danke dir, du hast meine Schuld gesühnt dort am Kreuz. Es passierte bei einem schweren Unfall, es brannte ein Dorf. Eine Mutter versucht, ihr eigenes Kind zu retten, greift in die Flammen hinein, in die Glut hinein, reißt ihr Kind aus den Flammen heraus und die Hände ganz tief verbrannt und richtig fast verkrüppelt. Das Mädchen kommt in den Kindergarten und die Mama kommt mit und das Mädchen sagt, Mama, zieh Handschuhe an. Die Hände sehen so furchtbar aus. Die Mama zog Handschuhe an. Und immer wieder schämte sich das Mädchen, dass die Mama solche verkohlten, verkrüppelten Hände hatte durch das Feuer. Eines Tages fragt das Mädchen, Mama, warum hast du denn solche so Hände? Und dann erzählt die Mama, mein Kind, du warst noch ganz klein. Und da brannte das Haus und ich habe dich rausgerissen. Und dabei sind meine Hände so verbrannt. Dann fiel das Mädchen der Mama um den Hals und bat um Vergebung und sagte, Mama, es tut mir so leid, ich habe mich deiner Hände geschämt. Bitte vergib mir. Ich bin so stolz auf deine Hände. Ich bin so stolz auf das, was du für mich getan hast. Du hast mein Leben gerettet. Der auferstandene Herr kommt zu seinen Jüngern. Und was sagt er? Schaut meine Hände an, schaut meine Füße an, ich bin es wirklich. Schämst du dich, dass er für dich ans Kreuz ging? Hast du die Handschuhe der Verleugnung drüber gezogen? Hast du gesagt, ich kenne ihn nicht, morgen bei der Arbeit,
Ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun, du gehst wohl in die Kirche. Hast du dich geschämt? Die Frauen haben sich nicht geschämt. Sie kamen in das leere Grab, sie begegneten der Ewigkeit durch die Boten Gottes. Und sie gingen los und sie bezeugten, was sie erlebt hatten, den auferstandenen Herrn. Was wirst du tun? Paulus schreibt im Römerbrief, so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Wenn man mit dem Munde bekennt, wird man selig oder fröhlich. Das geschah bei den Frauen. Glaubst du von Herzen? Wenn du von Herzen an Jesus glaubst, an den auferstandenen Herrn, wenn du ihn heute Morgen bittest, Herr Jesus, komm bitte in mein Leben. Ich möchte in deiner Kraft mein Leben führen. Ich möchte mit dieser Auferstehungskraft durch meinen Alltag gehen und erleben, du gehst mit mir. Wenn du das möchtest, dann mach's doch heute Morgen fest und noch mal ein Bild mit dem Nagel. Mach doch Nägel mit Köpfen. Wenn du einen Nagel hast, der keinen Kopf hat, und du schlägst ihn rein, gibt er keinen wirklichen Halt. Und so ist das auch, wenn du sagst, ich glaube ja so ein bisschen an Jesus. Ich glaube ja, dass das alles stimmen mag. Mach Nägel mit Köpfen. Sag auch nicht, irgendwann später will ich das machen. Heute, wenn du weißt, ich bin gemeint, heute steht der auferstandene Herr vor dir. Und er sagt, ich möchte, dass du Nägel mit Köpfen machst. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Und eine Entscheidung ist eine Scheidung. Du scheidest dich von deinem alten Leben. Du scheidest dich von deinen Selbstvorwürfen. Du trennst dich von deiner Schuld, indem du sie bei Jesus abgibst. Mach Nägel mit Köpfen heute Morgen. Und wenn du nicht weißt, wie, ich lade dich ein. Hier nebenan gibt es hinter den Tischen da drüben so einen Raum mit einem grünen Punkt. Und wenn du sagst, ich möchte gerne Nägel mit Köpfen machen, ich möchte mein Leben neu Jesus hingeben, ich möchte Vergebung erfahren, ich möchte heil werden, ich brauche ihn, den Retter für mein Leben, dann mach dich auf den Weg, komm in diesen Raum, da werden Menschen sein, die mit dir reden und mit dir beten. Er, der auferstandene Herr, steht vor dir und sagt, ich lebe und du sollst auch leben bis in alle Ewigkeit, dass wir ihn sehen. Den Ersten, den wir sehen, wird Jesus sein. Aber ihn schon im Herzen zu haben, macht in diesem Leben unbändig froh. Wir stehen auf zum Gebet, ich möchte gerne mit uns beten. Heiliger Gott und Vater, wir beten dich an. Du hast, Vater im Himmel, deinen Sohn vom Tod erweckt. Und Herr Jesus, du bist auferstanden und du lebst und du als der Lebendige lebst mitten unter uns und lebst in uns, denn du hast gesagt, wie viele dich aufnehmen, denen gibst du das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und ich danke dir, dass wir einen so lebendigen Gott haben und deine Lebendigkeit, deine Kraft in uns, Herr, soll überfließen und wir möchten es von den Frauen lernen, deine Zeugen zu sein. Damit die Menschen um uns her wieder wissen, was Ostern bedeutet, was es heißt, deine Liebe zu erleben. Danke, dass du jeden von uns lieb hast. Danke, dass du nach jedem fragst in diesem Augenblick. Du kennst die schweren Steine, unter denen wir leiden. Du willst sie wegnehmen in deiner, mit deiner Kraft. Und uns segne einen jeden mit tiefem Frieden, mit einer neuen Sehnsucht, dich mehr und mehr kennenzulernen. Und die Kraft deiner Auferstehung. Amen. Wir nehmen Platz.